Finale rennen. Ja, ja, es waren nur 20, 25 Kilometer von meinem Heim. So, das war okay. Heimrennen. Okay. Ja. Und ja, das Ziel, die sind immer gleich, ne? Immer gewinnen bei Proxid jetzt. Ja, ja, in Proxid bin ich Zweite geworden. Und dann jetzt, im Weltcup, ne? Ja, im Weltcup. Ja. Und das war mein erstes Rennen am Ende November. Und dann, ja, bis jetzt sind das 11 Mal gesiegt. Okay. Und er hat auch von Olympia gesprochen, ist auch ein Ziel dann, ne? Ja, natürlich. Das ist das größte Ziel, das ist eins, ja, 4 Jahre. Und in Beijing hatte ich schon eine Goldmedaille gewonnen auf die Bahn, auf die Punktefahrt. Auf der? Punktefahrt. Punktefahrt auf der Bahn? Okay. Ja, ja. Aber diesmal ist die Straße das Ziel. Das Straßenrennen? Ja. Und der Parcours? Ja, ja, das ist vielleicht ein Sprint, weil es ist nicht wirklich schwer. Aber ich hoffe, ein steiler Berg. Ja, ja, ich hoffe, dass dass die Berge ein bisschen. Das ist ein ganz anderes Ziel. Und du fährst auch viele Gegner, ja? Viele, viele starke Fahrer. Ja, ja, wirklich. Und weil es nur 4 Fahrerinnen im Team sind, das ist immer schwere Rennen. Es ist immer taktisch und technisch wirklich schwer. Nur kurz zum Rennen heute, war wieder sehr, sehr schwer, oder? Ja, 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 die Dreck. Ja, es ist immer schwer, auch auf der Straße, weil es hoch geht. Das ist einfach ein der schwersten Strecken, die ich fahre. Ja. Und der Sand in Coxid, ist das, hört das dir, oder ist eher... Ja, es ist für mich... Jetzt, ja, Sand, ist mir egal, was die Strecke ist, aber Sand ist ein bisschen ein bisschen ein Lutherei. Wie sagt man das? Feucht ist, nass? Nein. Einfach trocken. Wenn es trocken ist, dann ist das schwierig. Das ist wie Schlamm fast. Und dann ist nicht nur schwer, aber auch technisch. Und dann, das macht es schwierig. Ja. Okay.